Blick vom Fernsehturm auf die Kreuzung Schröder-Stiftstraße-Renzelstraße an der Verbindungsbahn im Jahr 1973. Es gibt ein paar interessante Details auf dem Foto zu entdecken. Ein paar Strich-8-Taxis, eine gelbe Telefonzelle, ein O35er-Schnellbus oder Werbung für das Bier, das in Bolzen knallt. Nehmt euch ein paar Minuten Zeit und taucht in das Bild ein. Auf diesem Kanal findest du täglich Einblicke in die tamukische Geschichte. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu teilen.